Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Binding of Isaac. Wir spielen Kane Hard Mode und versuchen endlich mal diesen scheiß Boss Rush. Also für mich das Schlimmste ist der Boss Rush. Ich weiß gar nicht warum, das ist einfach nur nervig. Ja gut, das ist Blödsinn. Der Boss Rush ist so, da musst du am Anfang so viel Glück haben mit den Items, deswegen reroll ich hier auch einfach mal die ganze Zeit, bis ich was Gescheites bekomme, aber ich bekomme nicht mal ein Zickzack-Rollchen, doch jetzt hier. Und da ist was drin. Die Box. Und ich bin tot. So, wir hätten zumindest schon mal... vergesst. Das ist unnötig. Ich brauche was Gescheites. Ah, zu spät losgelassen. Und reroll. Und komm, gib mir was. Nein. Ihr kennt mich ja. Mag ich nicht. Blank Card. Nee. Ist auch schon cool, aber nicht für den Anfang. Und nicht, wenn du irgendwie vorhast, in den Boss Rush zu kommen. Muss ich Schaden bekommen. Irgendwas, was keinen negativen Effekt hat. Oh. Das könnte interessant werden. Aha, gleich mal am Anfang den Odd Mushroom. Jetzt ein Damage ab. So, wir probieren es mal. Aber wenn ich jetzt hier ein bisschen blau einmal Rotherzschaden bekomme, ist halt vorbei, ne? Und Mushroom am Anfang ist noch okay. Später ist richtig kacke. Oh, zum Glück hat er nicht geschossen hier hinten dran. Gut, hier gab es nichts. Hier geht es aber weiter. Das heißt, den muss ich noch wegmachen. Aber einmal Rotherzschaden und ich kann restarten. Hier gibt es nämlich gleich am Anfang kein Devil Deal und das ist kacke. Oh, das ist auch richtig kacke hier. So, und jetzt hier ein bisschen Geld farmen. Und gleich mal ein blaues Herzchen holen. Naja, so viel zum Geld farmen. Und was haben wir? Bad Trip? Relax. Ich muss schnell sein. Das kommt noch dazu. Ich brauche blaue Herzchen und muss schnell sein. 20 Minuten Mom's Heart. Mom. So, was machen die, wenn sie kaputt gehen? Der macht schon mal nichts. Das ist gut. Und der spuckt nur, ne? So. Ich habe noch nicht genug Münzen für ein blaues Herzchen. Oh, gleich so ein Assi-Raum. Komm schon. So, zack. Mit dem roten Mushroom kann man halt schön am Anfang die Herzchen ausmachen, ohne groß Zeit zu verlieren. Oh oh. Da ist da unten noch einer? Nein. Okay, das ist gut. Gut, aber jetzt haben wir mal, ich brauche irgendwoher ein blaues Herzchen. Sonst wird's eng. So, Münzen hätten wir fast genug. Doch, haben wir genug. Hier ist auch noch eine drin. Und noch eine. Super. Petrified Poop wäre jetzt auch cool. Das gehen wir mal da oben in den Shop. Bitte ein blaues Herzchen. Yes. Ganz wichtig. So, das könnte was geben. Der Boss geht wahrscheinlich, ist wahrscheinlich da hinten. Da ist doch schon der Boss. Ja, dann. Oh, ne. Mhm, da ist schon mal das erste halbe weg. Oh, das ist nett. Das ist sehr nett. So, und Abruf auf den Kopf. Ah, du kleiner Drecksack. Nein. Und ab auf den Kopf. Und der nächste Kopf. Komm schon. Stirb. Und nochmal ein Kopf. Könnte was geben, könnte was geben. Wreckman. Du Drecksau, du. Ah, jetzt wird's hart. Nein. Nein. Ah, Mann. So, ich probier's trotzdem. Noch mit dem Devil Deal. Wenn es ein Devil Deal gibt, mache ich weiter. Und Little Horn. Der ist okay. Auch mit Odd Mushroom. Flippert das denn rum hier? Ah, fast noch den getroffen hier. Mach ja nicht deine Bomben-Action, das ist mir zu blöd. Ah.
Da ist die Bomberei. Selbst weggefroren. Und kein. Also Restart. Ja, da können wir mal rein gucken. Nein. Ich hab's probiert, aber Rackman ist halt der, echt meiner Meinung nach der schwerste Boss in der ersten Ebene. Oh, das ist nett. Das könnten wir machen. Guck mal, mit einem Ding down. Das ist nett. Gleich mal 5 Münzen. Da können wir hier reingucken. Oh, göttlich. Scheiß auf die anderen hier. Außer ich krieg noch einen Schlüssel. Kann ich mir blaue Herzchen holen. Oder schwarze, blaue und schwarze Herzchen. Na, hier schön durch. Ja, nicht von dem hier treffen lassen. Das ist so ein dicker. Batterie, gut. Ach, guck mal hier. Bombe, komm schon. Bombe. So, Shotspeed fehlt mir jetzt natürlich. Und eine Bombe. Perfekt. Gucken wir doch gleich mal, was hier drin ist. 2 blaue Herzchen. Sehr nett. Nehme ich allerdings erst nach dem Boss. Ist das eine XXL? Nee, ne? Gut. Hier ist noch so ein Teil. Drei blaue Herzchen. Devil Deal garantiert, wenn ich es schaffe, den Boss. Und noch eine Bombe, perfekt. Stirb. Und zack, was haben wir hier? Two of Diamonds, sehr geil. So, und jetzt Abfahrt, Boss, Pin. Na, kommt er direkt da raus. Das ist ja fett hier. So, jetzt schnell die Teile abkassieren. 1. Schlüssel haben wir auch noch. Ja, ich hole mir jetzt dieses Herzchen nimmer. Das reicht auch so. Das kostet mir zu viel Zeit. 3 Herzen, Book of Belial und Magic Mushroom. Was willst du mehr in der ersten Ebene? Was hier noch? Tour of Hearts. Ja, klar. Danke. Wo kommt das denn her? So. Und los geht Arcade Room. Nein, das hier nein. Dann geht's hier weiter. Boah. Ach, Mann. Bombe und Geld. Stein. Und nochmal 2. Ja, das läuft doch richtig. Jetzt nur noch Damage-Ups. Kann ich ihn nicht nehmen. Wir haben 5 blaue Herzchen, glaube ich, mittlerweile. Sechs blaue Herzchen. Der Itemraum. Haben wir da? Gnad Leaf. Ja, komm, wir nehmen es mal mit. Da ist einer in der Mitte, der explodiert, oder? Dieser hellgraue da. Naja, wir machen so viel Damage, das passt. Ne, der ist doch nicht explodiert. Haben wir hier? Energy, okay. Ne, Shop brauche ich jetzt wirklich nicht. Wenn es so weitergeht, vielleicht doch. Guck mal, da ist noch so einer. Genial, noch ein Steinchen. Ist mal eine Kiste drin, oder? Yes. So, jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel. Naja. So, jetzt guck mal, wie schnell der jetzt geht im Vergleich zu vorhin in dieser XXL-Ebene. So, zack. Okay. Was haben wir hier? Bad Gas, ja, von mir aus. Noch ein blaues Herzchen. Ein Schlüssel, das ist gut. Dann gehen wir doch nochmal in den Shop. Magician. Tour of Hearts. Dann nehmen wir hier Magician mit. Und dann gehen wir mal ab in den Shop. Mal gucken, ob es da was gibt. Vielleicht die Map oder so.
Das wäre schon super. Nein. Das ist eine Geschwindigkeit, Laufgeschwindigkeit bräuchte ich noch. Das wäre ganz nett. So, wie weit schnell sind wir denn? Ja, das ist doch in Ordnung. Wo? War ich im Devil Deal? War ich im Devil Deal? Ja, war ich drin, oder? Was gab's da? Gab's denn im Devil Deal? Na, muss ich später nochmal gucken. Keine Ahnung, ist mir jetzt echt nicht aufgefallen. Oh, oh. So. Also Herzen haben wir echt genug. Der spawnt fliegen, oder? Oder schießt er, wenn er kaputt geht? Der schießt da und trifft mich auch noch. Mann! Noch eine Karte. Hangman, okay. Will aber mit Schischen haben. Oh, ich vergeude hier wieder echt meine Herzchen. So. Und hier geht's weiter. Oh. Nichts. Okay. Gut. Ich sollte öfters das Buch einsetzen. Merke ich gerade. Und das Ganze ein bisschen fixer geht. Und mit Buch habe ich doch schon massiv Damage. Das ist auch wichtig. Was ist denn das hier für ein blaues Ding? Also. So, was gibt's hier? Schwupdawup, ne. So. Fett, 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 fett. Okay, für die ist Kacke. Ist ja was? So, geht das nochmal ein bisschen schneller. Guck mal, die gehen sogar wieder auf die andere Seite mit dem Tractor Beam. Wenn ich wechsle. Ah, wir haben Armschnelle. Was haben wir hier? Rules Card. Brauche ich nicht. Ah, no crap. Scheiße. Naja, wenigstens direkt den richtigen Weg gewusst. Oh. Wie sind das denn? Und hier ist direkt der Boss. Ah, Stain. Ja, aber wirklich überhaupt nicht. Naja, so schlimm ist er nicht. Ah, oh, Stain. So, zack. Ein Angel Deal. Ein Angel Deal. Naja, Lazarus Rex ist in Ordnung, aber auch nicht bombastisch gut. Oh, bisschen Damage-Abwehr noch toll. Naja, ich habe das Buch, das ist okay. Eigentlich ist das echt gut. Das ist echt tipptopp. Das ist echt tipptopp. Kann mich nicht beschweren. Ich habe schon 4 Striche ohne Buch. Einfach nur gucken, dass die im Strahl drin stehen. Dann läuft das hier. Mhm.
Lustig. Geht's hier auch noch weiter? Nein. Okay, dann wahrscheinlich oben. Wie schnell sind wir denn? 8 Minuten. Oh. Komm, komm, das reicht. Yes. So, was haben wir hier? Box of Spiders. Ist jetzt nicht wirklich toll. Das lohnt sich nicht. Oh oh. Jetzt in der Raum. Da ist Book of Belial natürlich Gold wert. War nett. Ah, das war schon in der letzten Ebene, ne? Mit dem Light-Teil. Kurz konzentrieren. Exactly. Und weiter. Erstmal den Dicken hier, der so Scheiße auf den Boden macht, wegmachen. Ui, nochmal Münzen. Ah, geht doch weg. So, Shop aber noch, ne? Shop definitiv noch. Wir sind... Loot Caves 2 unter 10 Minuten. Wir haben noch Zeit. Shop definitiv noch. Da ist er doch schon. Read? Nein. Endlose Shops. Ja, könnte man nehmen. Hier brauche ich keine Schlüssel, sondern nur Geld. Ne, dann noch. Money Talks. Das ist gut. Komm, nehmen wir auch noch einen Schlüssel mit. So. So. Ich würde gerne noch irgendwie... Ja, Damage ist in Ordnung. Das geht bis... Ich finde Boss Rush ein bisschen knapp. So, hier natürlich das Ding einsetzen. Ah, blöd. Knapp in den Herzchen. Ja, noch geht's. Angel Deal? Nein. Little Steven. Okay. Na, wir haben ja noch 2 Ebenen. Was gibt's hier? Nö, das machen wir nicht. Oh ja. Komm, 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 komm. So. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die sind sehr ätzend. Last. Stirb. Umsa Kies. Von mir aus. Kein Drama. Ah, hängen geblieben. Schade. Noch 2 Herzchen. Nein. Ah, oh, wieder hängen geblieben. Die schießen ja richtig weit, diese Herzen. Oh, oh. Nein, nochmal. Ah, shit. Jetzt wird's eng. Gib mir bitte Herzchen oder Stein oder so. Oh. Hm, blaue Herzchen. Oh, und dann noch sowas. Das mag ich ja gar nicht, diesen Raum hier. Jetzt alles wegbremsen, was zu nahe kommt. Herzchen? Hier vielleicht? Nein. Haben wir hier? Hm. Hier können auch Herzchen drin sein. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 12 Minuten. Das ist okay. Wo haben wir jetzt die ganzen Herzchen her? Von was war das? Von was war das bitte? War das von diesem Cancer? Okay. Double Active. Nee, brauche ich auch nicht. Cool. Wir haben wieder einen Haufen Herzchen.
Oh, oh, da ist er. Ah, der hat geschossen. Das habe ich nicht gesehen. So, was kriegen wir hier noch? Rune. Lank Rune. Ja, komm, setzen wir mal ein. Was war das jetzt? Noch eine. Okay. Noch eine. Oh, wollen die mich verarschen oder was? Oh, guck mal. Hier haben wir doch die Geheimräume freigeschaltet. Cool. Genau noch den anderen? Yes. Oh, ist jetzt Feuer dran gelaufen. Das war blöd. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, das reicht noch. Dann können wir hier noch in den Shop. Kosten sie ja nur eine Münze. Sollen wir das hier holen? Vielleicht ist ja der. Vielleicht ist ja der. Das ist ja auch das vorletzte, ne? Ah, das ist Blödsinn. So, was haben wir. Ach, den lasse ich jetzt da oben. Vielleicht ist ja mit der Broken Stopwatch der. Wie heißt? Der Boss Rush verkürzt. Das wäre natürlich immer. Oh, das ist natürlich super fies. Geh weg. Natürlich. Oh, ich hasse diesen Boss. Das ist sehr geil. Was gibt's hier noch? Oh, Traum. Wie haben wir denn? Ich bin noch 4 Damage. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Jetzt noch ein schönes Item. Hier. Bei der Mom. Ah, nochmal Necropolis. Hier, guck mal, schon alle verlangsamt. Hat sich doch schon ein bisschen gelohnt. Aber man merkt, hier lässt der Schaden etwas zu wünschen übrig. Tractor Beam ist natürlich für einen Boss Rush auch genial. Gucken wir da oben nochmal rein. Das sind 2. Was haben wir denn hier? Cool. Die sind natürlich hardcore jetzt. Oh, oh, da ist noch einer gewesen. Da hätte ich gar nicht gesehen. Ja, guck mal einer an. Ah, und dann haben wir schon. Nur so einer drin. Cool. Was haben wir hier? Ah. Gibt es wenigstens was Gutes? Bombsack-Keys. Super. Ne, das will ich nicht behalten. Ich will das hier behalten für einen Boss Rush. Das bringt mir aber gar nichts mit dem Tractor Beam, oder? So, Boss suchen gehen. Ah, ist noch ein bisschen Zeit, ist noch ein bisschen Zeit, aber. Das kann auch schnell vorbei sein hier. Noch eine Kiste. Nochmal Bombsack-Keys. Toll. Ja, der Raum ist auch ohne. Ohne Stopwatch recht easy, hart. Und das hier natürlich sowieso. Stirb. Cool. Und für sowas ist Tractor Beam natürlich göttlich. Ja, nochmal Bombsack-Keys. Aber wenn das jetzt hier ist abgewesen, das wäre natürlich mächtig, mächtig, mächtig gewesen. Aber es war nur Bombsack-Keys, leider. Man kann ja nicht alles haben. So, Boss, wo bist du? So, kommt her, Jungs. Die sind auch verlangsamt, cool. Hier machen wir nochmal so ein Teil hin. Nein. Und hier ist der normale Dings. Was haben wir hier noch? Ja, komm, das können wir mitnehmen. Und hier gucken wir auch nochmal. Amalovers.
Blödsinn, komm, dann spenden wir noch ein bisschen. Komm, wir müssen es ja nicht zu spannend machen jetzt hier. Ja, von mir aus. Komm. Die Rote. Ah, das dauert sehr lange, bis die Rote down ist. Das reicht locker. Und dann Boss Rush. Oh nee. Ich habe keinen Dings genutzt. Oh, fuck. Aber wir bekommen keinen Devil Deal. Scheiße, ich habe keinen. Oh, das ist ja kacke. Guck mal, das ist kacke. Das ist kacke. Rainbow Baby ist kacke. Und das hier ist kacke. Was nehmen wir denn da? Ich weiß nicht, ob das Phasen sind. Das heißt, ob sich mein Spacebar-Item auflädt. Golden Touch. Ach, da versteinern die, ne? Geht das bei Bossen auch? Keine Ahnung. Ja, das lädt sich auch auf. Cool. Und noch mit Schischen. Aber das ist ja ein scheiß Boss-Rush-Raum hier. Ja, Damage haben wir genug. Jetzt einfach entspannt. Das machen wir. Schaden haben wir eigentlich genug. Range auch. Was ist auch noch der Hound hier? Oh. Naja, wir kriegen auf jeden Fall genug Münzen. Und stirb. Jetzt ist echt der verschnellert. Scheiße. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Der ist jetzt wirklich verschnellert. Der Boss Rush. Guckt euch das mal an. Das könnte bei einigen Bossen sehr, sehr fies werden. Wo bist du? Das schon bei dem hier. Und bei denen. Oh mein Gott. Ja, da ist ein Stein. Shit. Und bei denen. Tja, danke, Stopwatch. Da, oh Mann, Anniversary. Glaub's ja nicht. Da ist noch so ein Viech. Und stirb. Guck mal, wie schnell die schießen. Wen haben wir hier noch? Wer ist hier noch? Ich seh nix. Ach da. Echt jetzt? Boah. Scheiß Stopwatch. Naja. Hätte können auch gut ausgehen. Der ist auch tot. Ah, ich bleib immer hier hängen. Wo ist er? Hier. Der ist schon tot. Okay. Auch tot. Blaues Herzchen. Oh, Piep und der andere zusammen. Dieser geht's ja gar nicht. Ja, ich muss ja. Wir kommen dann erstmal dich. Du bist tot. Da ist der Piep. Noch sieht's ganz gut aus. Da kommt jetzt die Maske, natürlich. Warum auch nicht?
Töte die Maske. Oh, yes, so ist gut. Golden Touch. Yes. Ach, der lebt noch hier. Ja, ich sehe das nicht. Und der nächste. Wen haben wir jetzt? Oh, oh. Oh, und auch noch der in der Superform. Claro, natürlich. Und der rote. Ach, ist das ein Assi-Boss-Rush. Stirb. Stirb, Junge. Gut, so. Herzchen irgendwo noch? Oh. Gut, der ist auch down. Ich habe nur noch zwei Herzchen. Das reicht so langsam. So. Mini Petri hier. Auch down. Herzchen. Gut. Und nochmal die Spinne. Wie oft will die denn noch kommen? Nee, oder? Wichtig, dass ich hier ein paar HP habe, ne? Hat der jetzt echt hier? Und es geht noch weiter. Jawohl. Warum auch nicht? Das Ganze im Schnellmodus. Das ist halt schon fies, ne? So, wo ist der hier? Der ist gegen das Teil da gelaufen. Claro. Boah, der war fix so. Ja, der ist ja direkt in den Teilen da gespawnt, ne? Ist ja auch geil. Wo bist du hin, Junge? Ach, tot. Und hier noch Double Trouble. Natürlich. Warum auch nicht? So. Noch was? Yes. Yes. So. Gut. Und jetzt noch gucken, was geht. So, das machen wir schnell durch, ne? Guck mal, was passiert hier. Machen wir hier mal Speedrun. Entspannt. Kane durch. Kane haben wir durch. Das ist schon mal sehr, sehr geil. So, der ist auch tot. Gibt es ja noch sehr coole Tränen irgendwie. Ja, Bomben interessieren mich jetzt nicht mehr wirklich. Gucken hier noch was. Ja, komm, das kann man machen. Ich will jetzt ja keinen Cursed Eye Shot oder so mitnehmen. Da drehst du ja durch. So geht das schon ein bisschen einfacher hier. So. Ah, der nach oben gedrängt, ich glaub's ja nicht.
halbes HP. Naja, wir haben noch Lazarus Rex. Ach komm, ich muss das jetzt hier oben machen. Kaputt gehen will ich jetzt nicht unbedingt. War das vorhin eine grüne, eine grüne Kiste, klar. Die guten grünen Kisten bei Isaac. Eine Dingskiste. Eine graue Kiste. Ich weiß es gar nicht. Oh oh. Ja gut, verlangsamt. Dann ist das machbar. Ansonsten mit einem halben Herzen. Echt fies. Dann machen wir das noch dazu. Ist jetzt scheißegal. Wir können jetzt auch drauf gehen. Ich will zwar nicht unbedingt drauf gehen, aber... da rangerannt. Okay, guck mal hier. Lazarus sind wir jetzt. Ich hoffe, der Boss Rush... Ja gut, wir haben ja schon das Achievement. Ich dachte nicht, dass der Boss Rush hier jetzt nicht mehr zählt. Oh, jetzt können wir nochmal gucken mit Lazarus. Ach, guck mal, was wir da noch alles machen müssen. Da müssen wir noch Dings machen. Das schaffen wir aber nicht mehr. Vielleicht Mega-Satan, wenn wir was finden. Oder wir gehen einfach kaputt. Geht ja recht fix hier. Jetzt zum Beispiel. Abstand halten hier. Geh weg, geh weg, geh weg. Ui, Halo. Und gleich nochmal ein HP dazu. Könnte auch noch was werden. Schauen wir mal. Nichts. Zack. Halt mit Traktor-Beam richtig nervig. Aber gut. Willst du machen. Okay, hier kommen wir nicht rein. So. Ach so. Das war jetzt mal ein einfacher Raum. Oh, der hat auch noch so eins. Einfach ein bisschen der Damage, gell? Jetzt eigentlich noch ein bisschen auf den Devil Deal hier gehockt. Aber das wird wohl nichts. Oh oh. Oh oh. Gut, das war's. Aber... Ups. Nein, das wollte ich nicht. Guckt euch das hier an. 1, 2, 3 Charaktere komplett durchgespielt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.